Hallo und guten Tag. Angenommen, Sie haben eine Kalkulation, auf die auch andere Mitarbeiter zugreifen können. Die Kalkulation ist so automatisch aufgebaut, das heißt mit Formeln hinterlegt, dass sich in dieser eigentlichen Kalkulation die Preise, die hier drin stehen, die werden automatisch gezogen hier aus den Tarifen, aus dem Gehäuse, dem Innenrahmen, den Elektroartikeln, die da drin sind. Das heißt, wenn ich hier irgendwo was ändere, ich gucke mal hier zum Beispiel, das Gehäuse kostet jetzt 19,56 Euro. Und wenn ich jetzt hier ins Gehäuse gehe und sage, die Schraube kostet jetzt 10 Cent, dann ändert sich hier auch die Kalkulation entsprechend. Und Sie möchten vielleicht nicht, dass einer Ihrer Mitarbeiter versehentlich hier in der Kalkulation etwas von Hand ändert. Wenn, dann dürfen Ihre Mitarbeiter wirklich hier nur auf diese einzelnen Komponenten zugreifen und können da vielleicht was ändern, wenn sich die Tarife geändert haben oder irgendwelche Teile, die Sie brauchen, oder hier die Zeiten. Deswegen sollten Sie dieses Blatt, diese Kalkulation wirklich schützen. Ich mache mal einen Rechtsklick drauf und sage Blatt schützen. Egal, was hier steht, hier unten kann angekreuzt sein, was will. Wichtig ist, dass hier der Haken ist, bei Arbeitsblatt und Inhalt gesperrter Zellen schützen. Hier vergebe ich ein Passwort. Ich nehme mal 1, 2, 3. Das ist das Passwort, was Sie nicht nehmen sollten, denn da kommt jeder drauf. So, und wenn ich jetzt versuche, hier was zu ändern, dann kommt sofort die Meckermeldung von Excel, dass das nicht geht, weil ich muss den Blattschutz erst aufheben. Was die einzelnen Mitarbeiter weiterhin machen können, Sie können jetzt hier zum Beispiel sagen, Mensch, die Schrauben sind doch wieder günstiger geworden, die kosten doch wieder 5 Cent, dann verändert sich hier die Kalkulation eben entsprechend. Aber wie gesagt, hier vorne kann keiner drin rumfuschen und versehentlich irgendwie was überschreiben oder löschen. Hier ist alles möglich. Wenn ich den Blattschutz wieder aufheben möchte, dann mache ich wieder den Rechtsklick und sage Blattschutz aufheben und muss das Ganze mit dem Kennwort nochmal wieder bestätigen. Die ganze Geschichte hätte ich hier, habe ich ja hier mit dem Rechtsklick gemacht. Ich kann sie aber genauso bei Überprüfen machen. Da habe ich hier Blattschützen. Und hier kann ich auch das Blatt schützen und den Blattschutz auch wieder aufheben. Aber manchmal wirklich eine ganz nützliche Geschichte. Sie haben sich bestimmt schon manches Mal geärgert, dass in irgendeiner Tabelle irgendwer was verschossen hat. Und dann schützen Sie einfach dieses Blatt und dann kann es nicht mehr passieren. Nützliche Sache, ganz hilfreich. Probieren Sie es aus. Danke und tschüss.